Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, weiter geht's mit unseren Starship Guides und wie ihr es euch gewünscht habt, kümmern wir uns jetzt als erstes um die Aegis Dynamics Avenger. Die Stalker ist wahrscheinlich, sage ich jetzt mal, das Modell, was früher die Hornet war, der Fighter, der auf Trägern eingesetzt wurde an erster Front. Wurde dann ersetzt von dem Modell, von der Hornet, von Anvil, ist aber jetzt im zivilen Markt und im Sicherheitsbereich ein sehr beliebtes Schiff. Ja genau, das sieht man aktuell auch an den Sicherheitskräften, die in Crusader unterwegs sind. Die sind nämlich allesamt immer mit Avenger Stalkern ausgerüstet. Ja, und ansonsten ist sie halt ein sehr, sehr interessantes Schiff, gerade weil sie ein etwas älteres Modell ist, also ein etwas älteres Design. Sie erinnert mich von der Farbgebung auf jeden Fall immer ein bisschen an ein Space Shuttle und ihr habt auch einen kleinen Spitznamen dafür im Fighter Command. Wir haben einen kleinen Spitznamen, bei uns sind das Pinguine, ja. Jetzt nicht böse verstehen, aber irgendwie erinnern die uns von der Form und vom Aussehen, vom Farbschema so ein bisschen an Pinguine, aber es macht ja nichts, liebevoll gemeint. So ist es und ja, ursprünglich war sie tatsächlich gedacht als das Einsteigerschiff, in dem man fliegen lernt für Squadron 42 und da wurde sie jetzt inzwischen ersetzt, ne? Die Gladius kommt dieser Rolle eher näher und deswegen ist sie für Tutorials und auch für das erste Fliegen ersetzt worden durch die Gladius. Aber die ist ja auch von der Aegis Dynamics. So ist es, ja. Und gerade in dieser Rolle gab es mal einen Ursprungsentwurf, dass tatsächlich eine zweisitzige Avenger geschaffen wurde, dem für die Flugschule sozusagen, die ist aktuell jetzt nicht im Spiel, soll aber laut Informationen von Cloud Imperium Games auch nochmal wiederkommen. Mhm. Das wird wahrscheinlich erst dann kommen, wenn die Systeme dann auch wirklich im Multicrew-System funktionieren, im Tandem, sage ich jetzt mal. Ja. Welches Modell dann dieses Cockpit haben wird oder ob das eine Extra-Version ist, das ist auch noch nicht ganz klar. Genau, und darum steigen wir jetzt mal direkt ein in die erste Kategorie und unterhalten uns mal über Fokus und Features von der Avenger. Ja, und wie würdest du jetzt diese Avenger klassifizieren? Also von Größe und Gewichtsklasse würde ich erstmal sagen, mittlerer Jäger, vergleichbar mit der Hornet. Allerdings ist sie sehr, sehr schnell in der Spitze, im Combat Speed als auch im Cruising Speed. Und daher, und auch die Manövrierfähigkeit ist relativ gut, daher würde ich sagen, Abfangjäger. Mhm. Abfangjäger, gut klassifiziert. Macht natürlich auch Sinn, gerade dadurch, dass sie jetzt viel im Private Security Sektor benutzt wird, auch im zivilen Markt, genau dafür. Gerade interessant auch für nicht nur Sicherheitskräfte, sondern auch Bounty Hunter und ähnliche. Und da ist natürlich der Abfangjäger ganz, ganz weit vorne in der gesamten Klassifizierung. Sie wird wahrscheinlich dann so Missionen übernehmen können, wie, sage ich jetzt mal, Handelsrouten bewachen oder Schiffe scannen oder fliehende Leute verfolgen, stoppen, denn sie hat nämlich tatsächlich Energiewaffen dabei. Waffen, die nicht tödlich sind, sondern dafür gedacht sind, um Ziele aufzuhalten. Und dann kann man die schwere Gatling einsetzen, um halt jemanden zur Aufgabe zu zwingen. Genau, so ist es. Und darum kommen wir jetzt auch mal weiter zur Ausstattung. Und die Ausstattung ist wirklich interessant bei diesem Schiff, denn sie ist sehr modular aufgebaut und zwar insbesondere vom Innenraum. Ne? Also wenn man reinkommt, das ist ein ganz untypischer Jäger. Man besteigt den Jäger von hinten bei den meisten Modellen und dann sieht man, dass da ein großer Laderaum drin ist. Bei der Stalker sind es jetzt die 6 Zellenblöcke, die reingezogen sind, die den Laderaum einnehmen und dann gibt es halt die Titan, die Transportversion, das Titan-Modul, da ist dann ein freier Laderaum oder bei der Warlock ein EMP-Generator. Es ist so gedacht, dass dieses Schiff genauso modular funktionieren soll wie die Retaliator, das heißt, ich ziehe ein Modul raus, schiebe ein anderes Modul rein und nutze die gleichen Eigenschaften des Schiffes. Natürlich, Gewicht kann sich ändern, ein bisschen die Flugeigenschaften, aber grundsätzlich ist es eigentlich die gleiche Hülle mit einer anderen Ausstattung. Genau, und das ist eine schöne Ausstattung, auch grundsätzlich, dass man sagen kann, in der Stalker auch ist auf jeden Fall ein Schlafplatz mit dabei. Das heißt, ihr habt in jedem Fall die Möglichkeit zu speichern. Was ich auch sehr sinnvoll finde bei diesem Jäger, ist, dass ein Schleudersitz mit verbaut ist. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ja, und dass er eine schöne Cockpit-Ausstattung hat eigentlich. Wir haben hier ein volles HUD mit allen wichtigen Funktionen und dazu kommen Multifunktionsdisplays, die unter dem HUD liegen, in der unteren Verbauung, in der unteren Konsole und gleichzeitig habe ich ein kugelverglastes Cockpit-Dach, wo ich schauen kann, ohne Streben vorzufinden. Das finde ich sehr, sehr sinnvoll und dann kommt der Schleudersitz dazu, also habe ich hier schon die Eigenschaften eines vollwertigen Jägers. Ja. Absolut, genau. Und apropos Eigenschaften, da gehen wir jetzt gleich in die nächste Kategorie rein, und zwar Stats und Weapons und kümmern uns mal darum, was sich dort alles findet. Ja, und da haben wir uns sehr gerne nach euren Tipps gerichtet, nämlich nicht so sehr die RSI-Seite anzuschauen oder den Holotable, sondern mal direkt in die Spieldateien reinzugehen, nämlich in die XML-Dateien und das mal davon auszulesen.
Ganz spannend, Höhlengewicht sind 18,5 Tonnen zum jetzigen Zeitpunkt, aber mit der Ausstattung, mit der vollen Ausrüstung hat die Stalker dann schon 23,1 Tonnen, wo wir dann deutlich in die Nähe der Hornet rutschen und das spürt man auch bei manchen Manövern, dass da so ein Trägheitsmoment drin ist. Dann kommt die Größe des Schiffes zum Tragen, wir haben 19 Meter Länge und 18,5 Meter Breite, eine sehr, sehr große Fläche. Natürlich, der Platz wird gebraucht, sonst kriegt man die Module nicht unter, die zwei Räume und das Cockpit, das braucht eine gewisse Baugröße, setzt das voraus. Genau, dafür finde ich aber 23,1 Tonnen Fluggewicht sozusagen eigentlich noch ganz angemessen. Also es ist gar nicht so ultraschwer. Da gibt es deutlich schwerere Schiffe auch in dem Segment. Naja, bei der Titan, wer weiß, wenn man jetzt Gold und Blei reinlädt, ja, dann ist es plötzlich halt dreimal so schwer, wer weiß. Ja, das stimmt wohl, ja. Weiter geht es da hier mit einem Power Engine, kann man nicht anders sagen. Also das ist tatsächlich ein Tier 4, also der Tier 4 Engine. Es ist wirklich ein ordentlicher Kavenzmann, der da hinten ist, drin sitzt. Ist auch sehr berühmt, ja. Jeder kennt diese blaue Form, diese blauen Streifen hinten. Dieses Triebwerk macht ordentlich Schub. Das ist so das Kernfeature des Schiffes, dass man innerhalb kürzer Zeit eine hohe Spitzengeschwindigkeit erreicht und auch im Cruise Speed dementsprechend schnell unterwegs ist. Genau, dazu kommen dann 8 Manöverdüsen. Das sind dann Tier 1 Manöverdüsen. Das heißt, sie sind relativ klein, aber ganz gut verteilt. Und man sieht auch, die Beweglichkeit ist ganz gut gegeben da drin. Ne? Die haben gewisse Einschränkungen. Dazu komme ich dann im Flight-Test, was die Manövriereigenschaften des Schiffes angeht. Aber wenn man sie mit dem Afterburner jetzt benutzt, haben die schon eine ausreichende Schubleistung, diese Manöverdüsen. Genau. Ansonsten ein Powerplant der Größe 2, also Size 2. Das ist ein MaxNet Powerplant und ein Schildgenerator, der Size 3 ist. Schon relativ gut, also der hält schon einiges aus und schönen Namen hat er. Sternkatze AG Hornisse 36 oder wie ja, war genau, das? Ja, genau. Produziert von der Sternenkatzen AG. Ja, da zieht sich's ein bisschen zusammen bei uns Deutschen. Naja, das ist so ein bisschen der Mythos der Avenger, dass dieses Schiff tatsächlich halt irgendwie, dass da viele Begriffe halt falsch übersetzt wurden und dass sie es überlebt haben, weil deutsche Namen verkaufen sich halt gut und gerade halt die Bauteile, die von dieser Firma hergestellt wurden, das Schild und auch die Gatling Gun, genießen halt diesen Mythos der deutschen Begriffe und dieser brachial klingenden Wörter, auch wenn sie halt falsch übersetzt wurden. Genau so ist es. Ja, in den Hardpoints spiegelt sich das dann auch so ein bisschen wieder. Also wir haben einen in der Nase drin, einen Size 3 Hardpoint, einen ganz besonderen Hardpoint, muss man da an der Stelle sagen, ne? Der ist nämlich Size 3 und beweglich und verliert keine Größenklasse durch die Beweglichkeit. Das ist sozusagen das spezielle, ja, offensive Feature der Avenger. Genau, so ist es. Und dann geht's weiter mit zwei Size 2 Mounts an den Flügeln dran. Die sind fixed erstmal in ihrer Grundausstattung. Und ansonsten haben wir noch zwei Size 3 Mounts, die dann für die Double Platforms sind, für die Raketen. Genau, Size 3 ist der Raketenslot und da drauf sitzt jetzt ein Zwillingswerfer jeweils mit Slots bis zur Größe 2. Also da sind jeweils zwei Raketen der Größe 2 dran aufhängbar. Genau, und damit kommen wir jetzt auch zur Standardausstattung, also so wie die Stalker für euch geliefert wird, wenn ihr euch sie besorgt. Ja, und da beginne ich natürlich mit der Nasenkanone als erstes sozusagen. Die hat nämlich so einen ganz besonders schönen Namen, die heißt Tigerstrike. Tigerstrike T21, gebaut von Kruger Intergalactic, glaube ich. Ne? Auch da wieder. Angeblich hat diese Firma, wie gesagt, diesen Ruf, dass die Namen falsch übersetzt wurden. Die Fans fanden es geil, also hat man es so gelassen. Okay, diese Gatling ist aber tatsächlich sehr, sehr leistungsstark. Ist ein 25 mm Projektil, was da rauskommt. Die hat auch noch obendrein eine sehr, sehr hohe Reichweite von 5120 Meter. Also sie kann sehr, sehr früh in einer hohen Feuerrate das Feuer eröffnen. Ist durchschlagend, ist aber auch bei der jetzigen Ausstattung die einzige tödliche Primärbewaffnung des Schiffes. Genau. Und man muss sagen, ein kleiner Nachteil daran ist, die Geschosse selbst, nicht von der Feuerrate, sondern von ihrer Geschossgeschwindigkeit, sind relativ langsam. 1600 Meter pro Sekunde machen die nur. Das merken wir gleich im Vergleich zu den anderen Waffen, die er da ist, dran hat. Das ist schon ein großer Unterschied dabei. Das ist relativ langsam. Jetzt kommen wir zu den Energiewaffen an den Flügeln. Das sind die Sucker Punch Distortion Cannon. Das sind reine Energiewaffen gegen Systemteile oder Schilde. Die machen also keinen physischen Schaden, der das Schiff dauerhaft beschädigt. Diese Waffe wiederum ist von der Geschossgeschwindigkeit deutlich höher anzusiedeln. Die hat dann 2600 Meter die Sekunde, das heißt 1000 Meter schneller.
Das heißt, die Geschossgaben werden von beiden Waffensystemen relativ weit auseinanderklaffen. Das ist schon mal ein Problem und ein Verweis halt für die späteren, für unseren Flight-Test. Diese Waffe hat dann obendrein neben der höheren Geschossgeschwindigkeit eine tiefere Reichweite. Da erreichen wir nur eine Reichweite von 2210 Metern. Das heißt, diese Waffe werde ich eher im näheren Bereich sinnvoll einsetzen können. Ja, und zumal sie sind in der Standardausstattung fixed angebracht. Ne? Das heißt, auch im Gegensatz zur beweglichen Gatling vorne hat man zwei starre Waffen an den Flügeln und die sind in dieser Größe auch nur die Distortion Cannon Size 1. Also das heißt, ja. Da hat Aegis ein bisschen gespart, hat dem Konsumenten die Gimbals vorenthalten und hat auch keine größeren Waffen rangehängt. Da würde ich sagen so, naja. Da rüste ich vielleicht dann nochmal nach. Interessanterweise ist jetzt hier ein kleiner Verweis, die Titan, die Transportversion, nicht mit diesen Energiewaffen, diesen Distortion-Energiewaffen ausgerüstet, sondern kommt mit Bulldogs daher. Die hat dann dadurch schon etwas bessere Defensivqualitäten, meiner Meinung nach. Ja, so ist es. Und dann kommen wir nochmal zu den Raketen. Da sind standardmäßig erstmal Behring Marksman, das sind Size 1 Raketen dran. Hitzesuchende Raketen, ja, da hattest du so einen schönen Begriff vorhin. Tja, die sind, diese Hitzesuchenden sind so Wald- und Wiesen-Abfangraketen, ja, die können treffen, die können aber auch die Freunde treffen, sind nicht so zielsicher, man muss sie im richtigen Augenblick aufschalten, ich sag mal so, in der richtigen Bewegung, im 90-Grad-Winkel oder frontal, so ab 500 Metern, 600 Metern im richtigen Augenblick abgefeuert, können die dann treffen, weil der Gegner halt keine Warnung bekommt. Aber die sind tatsächlich effektiv einzusetzen, sehr, sehr schwierig, sind auch von der Durchschlagsleistung nicht so hoch, sind aber zurzeit so der absolute Standard, wärmesuchende Sprengkopf in der Größenkategorie 1. Das heißt aber auch, ich kann hier ebenfalls auf diese Racks, auf die Raketenracks, noch größere Raketen raufstecken, ohne das Rack auszuwechseln. So ist es, genau. Und jetzt, bevor wir nochmal zum Flight-Test wirklich kommen, was sagst du persönlich so zu dem Setup-Mischung zwischen Gatling und EMP-Waffen? Also hier wirkt sich sehr, sehr stark aus. Im Kurvenkampf ist es schon so, dass diese Pips sehr weit, also die Trefferzonen sehr weit auseinanderklaffen und teilweise Schiffe zwischenpassen. Mhm. Dazu kommt noch, dass beide Waffensysteme dazu neigen, Hitzeprobleme zu entwickeln. Das heißt, ich muss Feuerstöße anwenden, was es nochmal schwieriger macht bei diesen Pips. Und dann ist es auch nochmal so, dass ich eigentlich mit der Distortion Cannon, mit der EMP-Waffe, kein tödliches Waffensystem habe. Ja, so ist es richtig, denn es ist ja auch wirklich tatsächlich in dieser Law-Enforcement-Rolle, also in der, sagen wir mal, Polizei- und Kopfgeldjäger-Security-Rolle, eben auch eigentlich so gedacht, dass man versuchen soll, die Gegner auszuschalten, ohne sie jetzt umzubringen damit. Allerdings ist die Mechanik dazu auch noch nicht vollständig fertig. Ne? Da hoffe ich, dass da noch ein bisschen nachgesteckt wird. Die EMP, der EMP-Generator, der Warlock ist deutlich effektiver als die Distortion Cannon zurzeit. Genau. Und jetzt kommen wir zum wirklichen Flight-Test und da bin ich ja mal sehr gespannt auf dein Feedback. Also, es ist erstaunlich, das ganze Schiff. Ja, wir haben einen Einstieg von hinten und haben dann das Gefühl, wir sind hier in einem Frachter, in einem kleinen, leichten Hauler. Dann komme ich vorne ins Cockpit und finde ein vollständiges HUD vor. Habe zusätzlich Multifunktionsdisplays, die ich unten belegen kann. Und ich habe durch die Kugelverglasung einen hervorragenden Ausblick, der dann noch versüßt wird durch den Schleudersitz. Ja. Ein gewisses Vertrauen ist dann da, ich kann den Hebel ziehen notfalls und muss nur durch das Glasdach durch. Das heißt, ich habe hier wirklich, wenn ich vorne im Cockpit sitze, das reine Jägergefühl. Trotz der anderen Qualitäten. Mhm, genau. Und die anderen Qualitäten beziehen sich an allererster Stelle, wirklich muss man mal rausstellen, auf die Geschwindigkeit. Ne? Die ist einzigartig, ja. Das macht dieses Schiff zum Abfangjäger. Wir haben hier einen Combat Speed, der, wo habe ich es denn jetzt hier? 255 Meter pro Sekunde. Danke. 255 Meter die Sekunde. Das ist wirklich einer der schnellsten Jäger im Spiel. Das ist schon fast im Racing-Segment, ja, übertrieben gesagt, zu finden. Und dazu kommt dann im Cruise Speed haben wir dann 1455 Meter. Das ist halt ungeschlagen. Damit kann ich halt sogar eine Vanguard verfolgen oder natürlich eine Hornet oder eine Freelancer. Mhm. Das Schiff lässt sich wie ein Polizeiwagen, man kennt es in diesen alten Verfolgungsjagden, ja, die rutschen zwar durch die Gegend, beschleunigen aber wieder, da rollen die Radkappen, ja, also es ist ein richtiges Ding, wo man sich Verfolgungsjagden auch im Cruise-Speed liefern kann. Genau, da hast du ein gutes Stichwort gesagt an der Stelle, was dir sehr wichtig war, weil du gesagt hast, rutscht durch die Gegend. Also, wir haben halt einen ultra starken Heckantrieb sozusagen an dem Schiff und das macht die Nase ein bisschen schwer zu steuern. Als erstes merkt man es schon, ja, im Pitch and Yaw,
Das heißt, im Kurvenflug, wirklich, wenn ich mit der Schnauze halt, also nicht strafe, ja, sondern im Kurvenflug halt das Schiff steuere, in die Kurve gehe, merke ich halt, dass die Schnauze einen gewissen Trägheitsaugenblick hat und dann halt auch nicht präzise auf dem Ziel steuert, auf dem Ziel stehen bleibt, sondern dazu neigt halt, das Ziel zu übersteuern. Und dann korrigiere ich wieder und komme ab und zu, gerade so im S-Kurvenflug, komme ich halt in so eine Pendelbewegung rein. Ich spüre jedes Mal den Antrieb, der mich halt nach vorne drückt, und da ist das Steuern für einen unerfahrenen Piloten erstmal sehr ungewöhnlich und schwierig. Allerdings beschleunigt das Ding halt auch wahnsinnig schnell. Auch im Strafing ist es so, ich habe einen Trägheitsaugenblick, ich spüre das Gewicht des Schiffes. Wenn ich aber mit Afterburner den richtig einsetze, dann schießt das Schiff auch schnell in die richtige Achse, die ich haben will. Da treten jetzt halt als Nachteil sehr, sehr große, ja, sehr, sehr große G-Kräfte auf. Und ich drohe halt häufig bewusstlos zu werden. Gerade beim Hoch- und Runterstrafen ist das eine Gefahr. Beim Durchsacken, wenn ich versuche das zu verhindern, ich habe halt überall diese G-Belastung. Auf der anderen Seite kann ich halt auch diesen Geschwindigkeitsüberschuss sehr, sehr gut nutzen. Ja, da gibt es Manöver, die man fliegen kann. Bevor ich einen Gegner überschieße, weil ich ihn gerade verfolge, kann ich auch die Geschwindigkeit nutzen, um aus der Achse rauszuscheren und mit ihm mitzufliegen und ihn dann von der Seite beschießen. Mhm. Das heißt, ich kann diesen Geschwindigkeitsüberschuss auch sehr, sehr sinnvoll in Scherenflugmanövern nutzen und den Gegner dauerhaft behaken. Mhm, richtig. Man muss allerdings dazu sagen, auch die Silhouette der Avenger ist relativ groß, also das heißt eine relativ große Trefferfläche. Die Schilde sind zwar sehr stark, aber wenn man erstmal durch die Schilde durch ist, ist die Hülle nicht sehr widerstandsfähig. Deswegen glaube ich, dass dieses Schiff tatsächlich kein Frontschwein ist. Ja, im Verhältnis zu einer Hornet, wo alles kaputt gehen kann, wo ich Schilde habe, die sehr, sehr stark sind, wo die Hülle sehr stark ist, wo Manövrierfähigkeit nicht so wichtig ist, muss ich bei der Avenger darauf achten, dass ich halt nicht Dauerfeuer ausgesetzt werde. Mhm. Dass mich keine Hornet von vorne frontal beschießt, denn die Schnauze hält nicht viel aus. Mhm. Ist das Schild erstmal weg, platzt halt sehr, sehr gerne der große Bauch oder die Schnauze weg und man ist sehr schnell tot. Also dieses Schiff ist tatsächlich gegen massives Feuer nicht konkurrenzfähig anderen Schiffen gegenüber. Man muss das Geschwindigkeitsmoment gut nutzen. Das heißt, Boom and Zoom rein, angreifen, vielleicht schauen, kann ich den Gegner durch halt Straving, durch Ausweichbewegungen, kann ich ihn ausmanövrieren, macht er das mit oder ist der Pilot so erfahren, dass er mich wieder unter Feuer nimmt? Und dann sollte ich die Geschwindigkeit nutzen, um schnell wieder rauszukommen. Genau, sehr, sehr gute Tipps auf jeden Fall, und daher kommen wir jetzt mal zu unserem Fazit am Abschluss, und da würde ich sagen, ja, für wen würdest du die Avenger als geeignet einschätzen? Also das Schiff ist tatsächlich sehr, sehr spannend für Einsteiger. Wir haben hier einen Allrounder, der als, je nachdem, was für eine Version ich jetzt nehme, der als leichter Hauler mit hoher Geschwindigkeit funktioniert oder als Jäger, ja, wo ich eine richtig klassische Jägerkarriere kann ich auch damit lernen, oder als Kopfgeldjäger, als Pirat, also wir haben als Sicherheitsdienst, wir haben hier eine ganze Palette von Möglichkeiten und Jobs, die ich machen kann, und dadurch ist das Schiff, glaube ich, sehr spannend, weil man als Einsteiger sagen kann, ich fange jetzt mal als Trader an und dann gucke ich mal, ob nicht doch PvP oder das Verfolgen von NPC-Charakteren meine Profession ist, dann reiße ich den Laderaum raus, stecke mir den EMP-Generator rein oder die Zellen und habe ein ganz anderes Arbeitsgebiet, was ich dann halt erfüllen kann. Mm, so ist es dann, gerade wenn man dann irgendwann eine Crew gefunden hat, mit der man gemeinsam unterwegs ist, dann auch wirklich von der Stalker wieder in die Warlock-Variante zu wechseln und zu sagen, ich spezialisiere mich jetzt und mein Job wird es sozusagen sein, die Schiffe auszuschalten, wo wir dann später das Kopfgeld vielleicht kassieren wollen und jemanden festnehmen wollen. Sehr, sehr schöne Variante. Also das heißt, man kann sich so ein bisschen steigern in der Avenger selbst, und sie ist tatsächlich als Einsteigerschiff in der Titan-Variante relativ günstig mit roundabout 55 Euro, ne? Also, das ist erstaunlich. Und die Stalker, die Jägerversion liegt bei 65 und ich kriege einen Speicherplatz. Also es sind zwar jetzt Standalone-Preise, ihr müsst natürlich das Package dazu rechnen, aber das ist die Preisspanne. Und dann kriege ich sogar noch ein Bett, eine Speichermöglichkeit für längere Reisen dazu. Das heißt, die Reichweite des Schiffes wird wahrscheinlich mit dem Jump Drive relativ groß sein. Ja, auf jeden Fall. Sagt uns selber, wie ihr die Avenger empfindet, wie ob ihr auch mit uns konform geht, ob ihr sagt, ja, das ist ein spannendes Schiff für mich, oder ob ihr sagt, nee, das Design ist mir einfach ein bisschen zu altmodisch. Kann man ja auch sagen, an jedem Fall. Wir freuen uns sehr, sehr über euer Feedback und freuen uns auch insbesondere, wenn ihr unser Video liked und disliked und wenn ihr uns natürlich auch weitere Kommentare hinterlasst, was ihr gerne sehen wollt hier für unseren Starship-Guides. In diesem Sinne würde ich sagen, wir beide verabschieden uns jetzt mal. Wenn euch diese Episode besonders gut gefallen hat und ihr sagt, wir wollen das gerne unterstützen, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil und guckt, ob da was für euch ist. Und in diesem Sinne, vielen Dank für dein Feedback hier. Bitteschön. Weasen und Sawyer verabschieden sich jetzt von diesem Guide mit einem gemeinsamen See you on the flight deck.